Freunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, heute habe ich mir zwei Assistentinnen an meiner Seite geholt, die mir quasi assistieren werden. Und zwar werden wir heute die Bohne, die nennt sich die Buschbohne Ballotte. Das war ja ein Schülerprojekt von den beiden. Das wollen wir dann quasi heute erstmal in diese große, in den großen Topf umpflanzen. Und wir hoffen mal, dass das Ganze unbeschadet geht. Ja, fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. So, dann probieren wir quasi jetzt mal die Bohne unbeschadet rauszubekommen. Das ist ja nicht ganz leicht, da die jetzt mittlerweile schon ziemlich groß gewachsen ist. Jetzt versuchen wir das mal gemeinsam einigermaßen hinzukriegen. Ich drücke jetzt ganz einfach ein bisschen an den Topfrand, um quasi den Ballen zu lösen. Und du kannst ja schon mal in der Zeit ein Loch buddeln, wenn du magst. Einfach so eine Kuh, machst du am besten mit der Schippe. Ja. Weißt du wie? So. Oh, es geht sogar ganz einfach. Hoffe ich mal. So, da haben wir jetzt schon mal den Ballen. Ich lasse die mal ganz kurz liegen. Oh, draußen ist windig. Aber ansonsten haben wir schönes Wetter hier in Thüringen. So, warte mal. Kannst du am besten mit der Schippe so ein bisschen oder der Schaufel ein bisschen zur Seite drücken. So. Schön nass ist die Erde auch. Somit können die Wurzeln dann gleich sich verankern. Jetzt zeige ich euch mal den Wurzelballen. Sieht soweit ganz gut aus. Da schauen ja auch die Wurzeln raus. Jetzt setzt man das Ganze mal ein hier. Eigentlich hätte man es ein bisschen tiefer setzen können, aber es ist ja eine Rankenpflanze. Das heißt, wir müssen dann, wenn die auf den Balkon kommt, später dann auch noch mal stabilisieren, dass die dann an so einem Netz oder an so einem Bambusstab oder so hochwachsen kann. Das ist halt ganz wichtig, dass das Ding nicht umknickt. Jetzt machen wir hier nochmal Erde rein. So. Oh nee, sonst stabilisiert sie sich nicht. Was? Wir brauchen mehr Erde, sonst kriegt die um. Oha. Ja, jetzt müsste es einigermaßen gehen. Man kann es ja von den Seiten noch ein bisschen. Ja. Und dann machen wir jetzt aber auch gleich mal einen Stab mit rein. So einen schönen Bambusstab zum Beispiel. Ja. Möchtest du noch was erzählen über das Schulprojekt? Was musst du jetzt genau machen? Also wir sollten das jetzt jede Woche beobachten und aufschreiben und eine Skizze machen, was ich verändere. Und das müssen wir halt in der Schule abgeben und darauf kriegen wir halt eine Note. Okay. Ja. Bei manchen Kindern ist es geschimmelt und die brauchen einen neuen Kern. Ja, fast die ganze Klasse. Ja. Über die ganze Klasse. Jetzt machen wir über die mal Reste hier der ganzen Klasse, auf jeden mit Fall. So einem Draht eben fest, dass es ein bisschen stabilisiert. Ist die nicht okay? Ich mach mal das Schild. Und ja, unsere andere Assistentin macht quasi das Schild. Ja. Und mir fällt gerade auf, dass ich ziemlich oft quasi sage, aber das ist mir quasi egal. So. Unsere MT-Lehrerin kennt sich mit diesen Pflanzen gar nicht aus. Aber sie das war halt auch ganz witzig. Genau, ja, die Lehrerin hat den quasi gesagt, das sage ich schon wieder quasi, dass das Bohnen. Also dass sie die Bohne quasi an der Seite. Also wir sollten die ans Fenster stellen, weil die ja quasi Licht braucht. Genau, weil die Licht braucht. Und wir wissen ja alle, dass Bohnen Dunkelkeimer ist. Genau, dass das Dunkelkeimer sind. Und wie gesagt, bei der anderen Stieftochter von mir ist das einfach nicht gewachsen, die Bohne, weil die einfach im Licht stand. Von ihr, die jetzt quasi sieht hier, die ist auf jeden Fall besser gewachsen. Weil da einfach das Licht nicht da war, ne? Und das ist halt das Coole an der Sache. Also ich würde sagen, die Lehrerin hat einfach mal alles falsch gemacht. Naja. So, dann haben wir jetzt das Schild geschrieben. So schaut das Schild aus. Ist das eine tolle Schrift? Und das stecken wir jetzt dazu, dass wir wissen, was für eine Pflanze das ist. Und somit ist quasi dann schon mal der erste Teil abgeschlossen. Des Weiteren werde ich im Video dann heute noch meine Erdbeeren. Ich habe Erdbeeren bekommen, zeige ich euch ganz kurz nochmal. Die haben 6 Stück mitgebracht, wo auch schon Blüten rauskommen. Da steht nichts drauf. Nee. Und die werde ich dann in Hydroponik setzen. Und zwar in die große Hydroponik-Box. Da passen ja exakt die 6 Stück rein. Und das werden wir dann am Ende des Videos machen. Und zwischendurch zeige ich euch dann nochmal, was sich bei den anderen Pflanzen in der Woche jetzt getan hat, wie ihr es gewohnt seid. Wie ein kleines Update.
So, jetzt zeige ich euch schnell nochmal das Update. Ich will das ein bisschen verkürzen in Zukunft und nicht so viel ins Detail gehen. Habe ich beim letzten Mal ja nicht geschafft, obwohl ich es angesagt hatte. Deswegen werde ich euch jetzt einfach nur die Pflanzen kurz zeigen und sagen, wie sie heißen. Und ich meine, ihr seht ja dann quasi selber, was sich dann verändert hat in der Zeit zum letzten Video. So, das ist der echte Salbei. Daneben die Peperoni wird sie scharf. Sind jetzt schon Blüten rausgekommen, wie ihr seht. Daneben die andere Peperoni wird sie scharf. Auch da sind, wie ihr seht, schon Blüten rausgekommen. Daneben haben wir die Petersilie, Mooskrause. Ja, wen es interessiert, das Katzengras. Schon einiges abgezupft. Hier noch das andere Projekt meiner Stieftochter, das ist auch nochmal eine Bohne. Da ihre erste ja nichts geworden ist, haben wir da nochmal eine eingepflanzt. Im Vergleich, das ist die Bohne, die ihr jetzt quasi am Anfang gesehen habt, wo wir jetzt quasi umgetopft hatten. Ja, kann jetzt schön aufwachsen und sobald es warm wird, kommt sie natürlich raus. Dann haben wir hier unseren Mizuna-Salat, diesen Asiasalat natürlich, in der Hydroponik-Box. Ist auch schon wieder um einiges gewachsen. Und das Coole ist, die Blätter schauen so ein bisschen aus wie Rucola, finde ich. Wurzeltechnisch sieht es auch super aus, die sind schon schön lang geworden. Vor allem der hier, hat richtig tolle Wurzeln. Jo, dann das Maggi-Kraut oder auch Liebstöckel genannt. Auch wieder einiges abgeerntet. Dann die Erdbeeren, die werde ich ja dann zum Schluss des Videos mit euch in Hydroponik setzen. Wie gesagt, da sind schon Blüten rausgekommen. Und dann haben wir hier nochmal unsere ganzen Gurkenpöttchen mit dem gleichen Salat wie in der Hydroponik, dem asiatischen Mizuna. Und auch da zeige ich euch jetzt nicht jede einzelne Wurzel. Ich mache jetzt einfach mal hier an der Seite kurz auf, da könnt ihr mal reinschauen. Wenn man das sieht, bei einem Beispiel, hebt das Ganze mal an, ja, da seht ihr sie, die Wurzel. Bei dem ist sie leider noch ein bisschen kurz, aber bei den anderen schaut es schon ein bisschen besser aus. Hier zum Beispiel, da sieht man sie ganz toll. War schon, sind schon Verzweigungen so dabei. Es ist echt eine coole Sache mit den Gurkengläsern, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr jetzt nichts Großartiges an technischen Schnickschnack da habt, um Hydroponik zu betreiben, nehmt euch einfach ein Gurkenglas, macht da einfach diese kleinen Netztöpfchen rein, die kann man schon billig erwerben im Internet. Habe ich, meine ich, auch schon mal verlinkt unter meinen Videos, müsst ihr mal schauen. Und dann quasi einfach nur Nährstoffe rein, auch die kann man uns recht günstig erhalten. Alles habe ich verlinkt in meinen Videos, findet ihr alles, wo ich es gekauft habe. Und dann könnt ihr quasi loslegen. Saatgut und ja. Diese Schaumstoffdinger könnt ihr nehmen, ihr könnt auch Steinwolle nehmen, das ist, bleibt euch überlassen. Gut, dann kommen wir direkt weiter zu der anderen Gurke noch. Was heißt zu der anderen Gurke? Das ist ja die letzte, die ich noch habe. Genau, das ist die Saladin F1 Gewächshausgurke. Auch jetzt einfach mal in Schnellansicht, hat sich jetzt nichts großartig weiter getan. Ob die noch was wird, weiß ich sowieso nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Eigentlich gehört hier auch raus, langsam würde ich mal sagen. Aber es ist noch einfach zu kalt. Und jetzt schaut mal hier,
dass ich wieder den Vergleich habe zu Hydroponik und Erde, habe ich dann hier nochmal den Mizuna-Salat nochmal in normale Erde gesetzt. Somit haben wir immer einen guten Vergleich, was dann schneller wächst und auch geschmacklich, was da für Unterschiede gibt. Seid also gespannt. Das habe ich dann einfach hier in einer ganz normalen 60 cm langen Balkonkasten reingepflanzt und einfach hier am Fenster, wo es schön hell ist, gestellt. So, dann habe ich hier nochmal Rosmarin mehrjährig ausgesät, aber da ist noch nichts rausgekommen. Immer schön warm halten. Hier haben wir noch die Tomaten. Ist auch noch nichts rausgekommen. Das sind ja die, muss ich gerade nochmal spicken. Ich weiß immer nicht ganz auswendig, was ich da eingepflanzt habe. Deswegen macht euch da immer Schilder drauf, somit vergesst ihr nicht, was ihr drin habt. Die Tomate Yellow Canary, genau. Und jetzt schaut euch mal den Kürbis an, wie groß der mittlerweile schon geworden ist. Wunderschön. Bin ich sehr zufrieden. Und die Mini-Karotte Caracas. Mein Gott, das sind aber wieder komische Namen hier. Oh, sieht auch soweit gut aus. Bisschen dünn noch, aber ich denke mal, das wird schon noch irgendwie. Jo. Sieht soweit auch okay aus. 4 Stück sind rausgekommen. Ich glaube, 5 habe ich eingepflanzt, ausgesät und 4 letztendlich sind rausgekommen. Genau, so sollen die anscheinend dann aussehen, wenn sie was werden sollten. Dann habe ich hier noch rechtsroter Basilikum. Der ist ja natürlich schon rausgekommen. Da überlege ich dann auch dann, wo ich das einpflanzen werde. Mal gucken. Und der Kater ist am Schimpfen. Ich muss den gleich mal reinlassen. Und links nochmal Chili Little Elf eingesät. Aber auch noch nichts rausgekommen. Müssen wir noch weiterhin abwarten. Gut. Was schimpfst denn du schon wieder, hä? Ja, ich muss Video machen. Jetzt hat er mir doch glatt die Maus da vorgelegt. Und möchte wieder, dass ich mit ihm spiele. Und zwar nehme ich dann die Maus und werfe die immer. Und dann rennt er immer hinterher. Das ist ganz witzig. Pass auf. Pass auf. Ja, Vorführeffekt. Normal geht er mal richtig ab. Da sitzt die andere. Ja. Ja. Das ist immer witzig. Sobald ich reinkomme, legt sie sich immer auf den Rücken und möchte, dass ich ihr in den Bauch streichle. Ja, Quexi, komm, werfen wir noch einmal die Maus, dass die Zuschauer das noch mal sehen. Da ist die Maus, pass auf. Da seht ihr, dass mal wieder abgeht. Das ist echt der Hammer. Und das Coole ist, wenn er cool drauf ist, dann bringt er die Maus auch wieder. Aber macht er nicht immer. Aber das sieht so süß aus, wenn er dann die Maus quasi wieder zu mir auf den Boden legt. Jo, das mal so zwischendurch, dass ihr mal seht, wie es meinen Katzen geht. Und ja, Ratten haben uns auch angeschafft. Die liegen jetzt gerade in dem Häuschen. Wenn ihr möchtet, könnte ich da auch nochmal ein extra Video drüber machen. Ach, guck, da schaut ja einer raus. Hallo. Ja, man sieht es jetzt schlecht, weil die Gitterstäbe vorne angeaimt, angeaimt werden, angezoomt werden. Na, man sieht es. Ja, man sieht es doch schon ein bisschen. Hallo. 2 Stück, das ist, sind beides Husky-Ratten, meine ich, in der Mischung so. Und ja, die ist so ein bisschen gräulich und die andere ist halt so weißlich. Ich denke mal, die liegt oben drin, aber die schlafen ja tagsüber fast immer. Du alter Schleimer, hä? Willst auch wieder ins Video rein, ne? Ja, ja, ich merke schon. Immer den Bauch streicheln, ne? Fein. Das hast gern, ne? Und heute ist auch wieder ein wunderschönes Wetter. Ne? Ja, wie gesagt, meine Katzen habt ihr ja schon oft gesehen. Ihr wollt ja dann natürlich noch letztendlich sehen, wie ich jetzt die Erdbeeren in Hydroponik setze. Und das werden wir natürlich in dieser Box hier machen. Und dann muss ich die Gurke natürlich verschieben. Die muss ich dann entweder nach links setzen, neben die Bohne, damit ich hier Platz habe mit der Lampe, weil da kommt dann die Box letztendlich drunter. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Wurzeln freispülen von der Erdbeere, das erspare ich euch, das habt ihr ja schon in anderen Videos gesehen und ich melde mich dann quasi wieder, wenn dann hier auch das Wasser, die Nährstoffe und der pH-Wert angepasst ist und wir letztendlich dann nur noch die Erdbeeren reinsetzen, weil
Die ganzen Details kennt er ja schon aus anderen Videos. Die muss ich ja nicht jedes Mal wieder zeigen. Es sei denn, ihr wünscht euch das in Zukunft, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann mache ich das natürlich wieder alles detailreicher. Aber auch dann werden die Videos wieder natürlich ein bisschen länger. Naja, sind ja sowieso gemischte Meinungen. Der eine sagt eher kurze Videos und der andere sagt lieber, ich schaue gerne längere Videos von dir. Aber man kann es ja wie gesagt nicht jedem recht machen. Deswegen versuche ich immer ein gesundes Mittelmaß zu finden. Gut, dann sehen wir uns quasi wieder, wenn soweit alles fertig ist. So, ich habe jetzt die erste Erdbeere von der Erde befreit und so sieht das Ganze dann aus. Das sind die Wurzeln, also schon recht stark. Und die werden wir jetzt einfach in so ein Netztöpfchen platzieren, möglichst tief auch, damit die Wurzeln ja natürlich unten durch das Netztöpfchen durchgehen. Und das Ganze wird dann einfach mit meinen berühmten Tonkügelchen, ich meine, wie die aussehen, wisst ihr ja, habt ihr schon in anderen Videos gesehen, das sind ja dann diese quasi hier. Und die platzieren wir jetzt einfach hier in den Topf rein. Ich muss aber trotzdem erstmal zusehen, dass die Wurzeln jetzt doch gut durch den Topf unten durchgehen. Weil sonst bringt uns das gar nichts. So sollte das dann aussehen. Weil die müssen ja auch das Wasser berühren. Bringt ja nichts, wenn ich die jetzt hier reinstopfe und die Wurzeln gehen nicht raus und berühren das Wasser. Somit kann die Pflanze sich ja keine Nährstoffe ziehen. Und das wollen wir ja quasi nicht. Ich meine, letztendlich wächst der sowieso noch runter und wird sich dann die restlichen Nährstoffe holen. So, dann machen wir jetzt mal hier unsere Kügelchen rein, um die Pflanze Stabilität zu geben. Geht auch recht einfach, wie ihr seht. Das passt sich schön an im Töpfchen. Und somit hat man dann auch quasi, braucht man keine Erde. Jo. Und das war es eigentlich auch schon. So sieht das dann aus. Und unten guckt dann die Wurzel raus. Dann im Prinzip ja nur den Deckel drauf machen. Und jetzt einfach nur hier die Erdbeere rein. Und die anderen vier, die anderen drei werde ich dann auch machen. Ich habe mich entschieden, doch keine sechs reinzumachen, weil ich keine Töpfchen mehr übrig habe. Ich habe jetzt alle für meine Salate verbraucht, leider. Deswegen werde ich nur vier Stück reinmachen. Und die letzten zwei werde ich dann regulär in Erde reinmachen. Somit haben wir auch wieder diesen Vergleich zwischen Hydroponik und Erde. Das mit der Erde werde ich aber nicht mehr filmen, das werde ich dann euch beim nächsten Mal einfach zeigen, in den Update mit reinpacken, wie die sich in der Erde machen. Und die kommen dann auch auf dem Balkon raus. Somit haben wir, wie gesagt, auch den Vergleich zu Innen und Außen, also Indoor und Outdoor. Ja, und ich würde sagen, jetzt mache ich noch die anderen vier fertig. Alle vier reingepackt, wie gesagt, und jetzt seht ihr das quasi unter dem LED-Licht, wie das Ganze ausschaut. Ich mache es dann nochmal aus und dann seht ihr quasi jetzt, wie das Endresultat aussieht. Ich hoffe mal, dass das Ganze was wird und dass es reichlich Erdbeeren bringen wird, denn hier sind ja schon einige Blüten dran, wie ihr seht. Auch hinten sind schon welche dran. Ja, und da ist sogar schon eine Blüte komplett auf. Da sieht man es. Bin ich mal gespannt. Vom Wasserpegel her hat es sogar auch gepasst, habe ich mich nicht vermessen. Ich habe jetzt etwas weniger wie 15 Liter genommen. Vielleicht so 14 Liter in etwa. Somit hat es genau gepasst, dass die Wurzeln auch das, den Wasserspiegel berühren. Ansonsten hätte ich noch was nachfüllen müssen. Und jetzt heißt es natürlich abwarten und ich halte euch auf dem Laufenden, was denn die Erdbeeren so in der Wohnung machen. Und ja, beim Auspacken habe ich gemerkt, da war sogar noch in einem Töpfchen war noch eine andere Erdbeere mit drin, eine ganz kleine. Die zeige ich euch auch noch ganz kurz. Die habe ich
Jetzt nochmal vereinzelt, die war mit dabei. Ja, nicht schlecht, ne? Das heißt, die letzten drei jetzt kommen dann in Erde, in Balkonkasten, später dann, wenn es warm ist, raus auf den Balkon. Somit haben wir dann den Vergleich, wie das Ganze wächst. Gut, dann sind wir jetzt aber am Ende angekommen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao!